Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zur letzten Folge von der Kühne Knappe. Wir müssen raus aus dem Buch, denn Grumball ist ebenfalls raus. Okay. Er ist ein Schmetterling. Why the fuck not, huh? Why not? Ja gut. Willst du mir was sagen? Oh shit. Willst du nicht? Okay. Komm rein hier. Hey, 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 hey. Geh mal schön rauf, komm, danke. Natürlich auch noch Monster, hä? Aber drei Schläge, ey! Drei Schläge reichen, aber man muss da halt auch treffen. Naja, geh mal rein hier. Gott! Was haben der schreckliche Riesenschmetterling und der Schauer grüner Feuerbälle zu bedeuten? Ich meine, das ist ganz schön aufregend. Ist es wieder Zeit, die Galaxis zu retten? Also gut, legen wir los. Ja, dann komm mit. Oh, shit. Okay. Ich kann so hoch rausgehen. Okay. Welche Angriffe per Schub mit links Shift aus? Okay. Wir kommen voll auf die Zunge. Sehr gut. Ja, Lasergewehr abfallen. Bin ich doch dran. Komm aufs Auge. Los, brav. Oh, Jesus. Aber Jot. Und wieder aufs Auge gekommen. Der blöde Schmetterlinge. Oh. Ja, egal. Ich hab ihn bald. Ich hab ihn doch bald. Guck mal. Nächste Phase. Oh, Jesus, okay. Was muss ich denn jetzt treffen? Scheiße. Wohin muss ich... Okay. Hä? Jetzt los. Ja, mach die Scheiße da weg, komm. Okay. Sag mal. Was ist mit dem wie weiche ich denn dem Zeug da aus? Mach hier bleiben. Ja, was ist mit dem. Aha. Ja, wow. Das ist super Damage. Oh ja. Herzchen, das ist gut. So, und jetzt schieß. Ah ne, scheiße ist es. Bleib einfach mal da. Was ist jetzt los? Okay. Komm, schieß weiter, mein kühner Knappe. Fuck me, ey. Okay. Ja, da gibt es ein paar Herzen zurück. Sehr gut. Komm, gib mir noch mehr. Nein? Ja, dann halt nicht.
Dann erledige ihn. Och, nein! Mal noch ständig ausweichen, okay. Da. Nein, ich hab's verpasst. Das gibt's ja nicht. Gib mir nochmal so ein Ding, bitte. Ey! Schön ausgewichen. Oh! Okay. So ist gut. Fuck. Ich muss auf den scheiß Tennisball schießen. Hallo? Mein Gott, du. Komm schon. Hab ich ihn? Glaube nicht, dass es das war. Nee, jetzt ist er noch wütender. Der ist ja wirklich klasse, du. Okay, ja, Herz. Oh ja. Ist wieder voll HP. Sehr gut. Was kommt jetzt? Jesus Christ. Okay. Ach Gott. Und zieht auf die Augen, dorthin, bis es weh tut. So ist doch gut. Oh Gott. Oh Gott im Himmel. Okay. Das war scheiße. Schieß, was das Zeug hält. Na, no, jetzt. Oh Gott. Ja, komm, gib mir meine Herzen. Sehr gut. Oh, der Tennisball, komm. Wunderbar. Weg mit dem Schild. Was macht er jetzt? Ja, perfekt, Junge. Komm auf. Oh Mann, du. So ist gut. Und gib mir ein paar Herzen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Nicht mehr viel, komm. Das Ausweichen super funktioniert. Oh, ich glaube, wir haben ihn. Bei Rauke und Rakete. Der Schmetterling war ja ein selten fieses Exemplar. Weißt du, die Galaxie steckt voller seltsamer alter Wesen. Aber diesem hast du ordentlich einen Süber gebraten. Galaktisch genial gemacht von euch beiden. Ihr entwickelt euch zu richtigen Raumhelden. Und jetzt, junger Krieger, kehrst du am besten auf deinen Heimatplaneten zurück. Yeah. Verschwinden wir. Dort! Alter! Verrückt gemacht, Junge. Ich habe deinen Kampf gegen diesen monströsen Schmetterweil verfolgt. Weißt du, der Stab meines Bruders wurde zerstört. Damit ist seine Macht verschwunden. Jetzt ist er verbannt. Vielleicht nutzt er die Zeit, um endlich ein paar Dinge zu überdenken. Auf nimmer Wiedersehen! Majestät! Oh, Bart, Vincent, Kinder! Euch geht es allen gut. Bin so froh, euch zu sehen. Gleichfalls, Majestät. Was kann ich waren in diesem furchtbaren Palast eingesperrt? Oh, so lange.
Doch gerade eben bekamen Grumbalds Truppen es mit der Angst zu tun. Einige liefen davon. Ich spüre irgendwie, dass die dunkle Macht des Magiers zerstreut wurde. Oh, Horat. Da Grumbald besiegt und sein Metamagiestab zerstört. Der Schmierige schuf da keine Macht mehr. Gott, wie kann ich dir nur genug danken? Wieder einmal steht das Land in der Schuld seines Helden. Yola, krass, Vincent, sie alle waren in Mojos Zeit der Not zur Stelle. Sie trugen ihren Teil bei. Ihr wurdet die Krieger, die Momba bereits in euch sah. Ich bin stolz auf euch alle. Also dann, verlassen wir diesen gruseligen Palast. Estet, das klingt nach einer hervorragenden Idee, ja mein Land wieder aufzubauen. Junge Leute, geht ihr voraus. Gibt's jetzt Party? Ja, da freut er sich, der Minibart. Nach dem Kampf gegen Grumwalds verbleibende Truppen gewannen die Kräfte des Guten das Land Mojo zurück und brachten den Leuten wieder Frieden. Schloss Artia erstrahlte wieder im früheren Glanz. Und die Bewohner Mojos kamen von überall her, um sich in der Stadt zu versammeln. Sie feierten ihre Freiheit mit einem prachtvollen Fest. Als Jord eine Pause vom Feiern machte, fiel ihm etwas auf. Eine verhüllte Gestalt, die am Eingang zum Schloss stand. Er begab sich dorthin, um nachzuforschen. Oh, mir war, als er die Schritte gehört. Seht da der legendäre kühne Knappe persönlich. Eine Riesenehre, dir endlich zu begegnen. Aber... Sieh, wie du denkst, wer ist der komische, vermummte Kerl? Nun, da sonst gerade niemand da ist, ist so höflich sein, dir mein Gesicht zu zeigen. Sehen wir uns wieder, Jod. Du erinnerst dich noch an mich, oder? Jetzt sind wir uns in der Urzeit begegnet, wo du hektisch Lavabomben ausgewichen bist. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass ich ein Zeitreisender bin. Nicht erwähnt habe ich jedoch, dass ich aus deiner Zukunft komme. In dieser Zukunft bin ich die Hauptfigur einer Buchreihe. Genau wie du. Ziemlich beliebte Bücher muss ich hinzufügen. Mit lukrativen Einbindungsmöglichkeiten für Marken und Fanartikel. Ich bin in eure Zeit zurückgereist, um euch bei euren historischen Abenteuern zuzusehen. Du hast mich nicht enttäuscht, wie du den Grumwall gezeigt hast. Eng! Echt sensationell. Ich bin außerdem hier, um dir eine Nachricht vom Autor meiner Bücher zu überbringen. Er möchte dich wissen lassen, du, Viola, Krass, Vincent, Wumpert, ihn sehr beflügelt habt. Wenn er an sich selbst zweifelt und tapfer sein muss, wenn er weiß, dass das Richtige getan werden muss, auch wenn es schwer ist, oder wenn er auf einen einfallsreichen Weg aus einer schwierigen Lage kommen muss. Dann denkt er an den kühnen Knappen und seine Freunde. Weitere Vorgehen offenbart sich von selbst. Jetzt habe ich gesagt, was ich sagen musste und gesehen, was ich sehen wollte. Ich muss mich auf den Weg machen. Zum nächsten Mal, kühner Knappe. Irgendwo im Strom der Zeit. Da bist du ja, wir haben dich gesucht. Wir wollten mal ein Päuschen vom Fest einlegen, um ehrlich zu sein. So viele Leute möchten mit uns reden. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Hallo hier, hallo da. Ich glaube, mein Blick ist schon ganz ausdruckslos. Ja, meine Katze hat die Aufnahme beendet, Entschuldigung. So, trotzdem ist das alles toll. Die ganzen netten Dinge, die die Leute über uns sagen.
Irgendwie unglaublich. Bei ihnen klingt es, als wären wir heldenhafte Krieger oder so. Ja, wisst ihr, wir haben das Land ja einigermaßen gerettet. Ziemlich große Sache. Völlig richtig, das war schon wirklich was. Ja, ihr habt wohl recht. Wir haben gerockt. Los, Leute. Oh, sie haben das Feuerwerk gestartet. Ein tolles Fest. Hey George, was ich noch fragen wollte. Willst du mir dieses ganze Abenteuer doch ein neues Buch schreiben, oder? Das musst du. Ich meine, es ist eine echt krasse Geschichte. Oh, stell mich richtig cool da, ja? Vielleicht hast du den Teil weg, wo wir von Giftschlangen angegriffen werden. Meine Mutter wird da ausflippen. Der Titel. Welchen Titel wird es bekommen? Irgendwas Heldenhaftes, Kriegerisches. Hey, Moment mal, passt jemand auf Minibad auf? Wisst ihr, wie er auf Feuerwerk reagiert? Gute Frage. Kommt dann, erstürzt uns wieder ins Vergnügen. Was? Wir sind fertig mit dem Spiel. Ein tolles Spiel, muss ich sagen. Kommen jetzt die Credits? Jawohl, die Credits kommen. Okay. Ja, die lasse ich natürlich wie immer durchlaufen. Eine Bewertung braucht das Spiel noch. 9 von 10 würde ich geben. Ja. 9 von 10. Ja. War ein tolles Spiel. War wirklich ein tolles Spiel. Für mich ein Kandidat fürs Indie-Spiel des Jahres. Nein, nicht wirklich Spiel des Jahres, Indie-Spiel des Jahres. Nicht vergessen. Ja. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Credits durchzulaufen und zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den anderen Projekten wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.